Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren! 9 Monate Zeitenwende Bundeswehr. Da möchte ich mit einer Frage eröffnen: Wo ist sie hin, die Zeitenwende des Bundeskanzlers Olaf Scholz? Im Verteidigungsausschuss ist sie bisher nicht angekommen. Die Presse sucht ebenfalls nach ihr. Bei der Industrie ist nichts angekommen. Und unsere Soldaten haben nach 9 Monaten auch nichts von der Zeitenwende in ihren Kasernen gesehen. Scholz Zeitenwende, es gibt sie nicht. Und auch nicht nach Ihrem gerade gehörten Erklärungsversuch, Frau Ministerin. Die Wahrheit ist, zur Verteidigung unseres Landes schafft es die Bundesregierung, 100 Milliarden Euro Schulden zu machen. Aber sie schafft es nicht, das Geld für unsere Streitkräfte auszugeben. Was die Bundesregierung unserer Bundeswehr antut, ist Sabotage, Sabotage durch Unfähigkeit. Liebe Kollegen, was könnte eine willige und fähige Bundesregierung mit 100 Milliarden alles machen? Viele Schäden, die der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten zugefügt wurden, könnten damit repariert werden. Es war übrigens diese Aussicht auf eine materielle Wende bei der Bundeswehr, warum eine Mehrheit dem Sondervermögen zustimmte. Jetzt aber zeigt sich, dass die 100 Milliarden Schuldengeld dahinschmelzen wie Schnee in der Sonne. Und die Gründe sind alle hausgemacht. Erstens: Durch die galoppierende Inflation verringert sich die Kaufkraft des Sondervermögens in den kommenden 5 Jahren auf 69 Milliarden. Das heißt, 31 Milliarden Kaufkraft verbrannt. Zweitens: Der Zinssprung für das geliehene Geld schlägt beim Sondervermögen ebenfalls voll ins Kontor. Allein in den 6 Monaten dieses Jahres gehen 308 Millionen Euro nur für Zinsen drauf. Für diese Summe könnte das Verteidigungsministerium 20 neue Panzerhaubitzen kaufen. Aber das Verteidigungsministerium kauft keine Panzerhaubitzen, genauso wenig wie schwere Transporthubschrauber, Boxer für die mittleren Kräfte oder die enorm wichtige Flugabwehr. Stattdessen zahlt das Verteidigungsministerium Zinsen. Mit Zinsen können unsere Soldaten nicht kämpfen. Auf den dritten Punkt machte uns freundlicherweise Staatssekretärin Möller im letzten Ausschuss aufmerksam: die Schwäche des Euro. Jeder Rüstungskauf in den USA, wie die F-35 oder der schwere Transporthubschrauber, wird logischerweise in US-Dollar abgerechnet. Durch den weichen Euro gibt es immer weniger Ausrüstung fürs Geld in den USA. Ihre katastrophale Finanzpolitik greift nicht nur unseren Wohlstand an, sondern auch unsere Verteidigungsbereitschaft. Vierter und letzter Grund für die Schmelze des Sondervermögens ist das total überforderte Beschaffungssystem der Bundeswehr. Alle Verteidigungsministerinnen der letzten 9 Jahre versuchten sich an einer Reform. Alle sind gescheitert. Frau Lambrecht selbst hat den Versuch einer Reform aufgegeben. Was die Bundesregierung mit dem Sondervermögen macht, ist eine Geldvernichtung. Und die Bundeswehr wird auch in Zukunft nicht verteidigungsbereit sein. Meine Damen und Herren, die Lage ist verfahren. Für jeden Verteidigungspolitiker, egal von welcher Partei. Ich sage Ihnen, was ich in dieser Lage tun würde. Ich würde klare Prioritäten setzen. Waffen und Munition bestellen, so schnell es geht. Die deutsche wehrtechnische Industrie kann liefern. Sie wartet nur auf Bestellung. Und ich würde ins Risiko gehen, mich über das Vergaberecht hinwegsetzen, dem Rüstungsamt Beine machen, es auf Klagen ankommen lassen. Echte politische Führung setzt den Willen zur Umsetzung voraus. Es bedeutet, das Wohl der Bundeswehr und unserer Bundesrepublik im Blick zu haben und für notwendige Entscheidungen zur Not auch persönlich gerade zu stehen. Danke schön.
Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Niklas Wagner.